Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Band des Brot und die Unmöglichen. Und wir haben ja letzte Folge den Polizisten befreit. Das Gesetz schläft nie. Herr Budimcic, jetzt schon. Und er hat einen Ast verloren. Ein Ast. Den nehmen wir doch mit, den Ast. Ein Ast. War vorher an dem Baum. Und daran war ein Polizist. Jetzt nicht mehr. Mist. Jo, dann gehen wir mal weiter. Wir müssen ja schließlich nach einem Zeugen suchen. Oh. So. Und wo soll ich hier einen Zeugen finden? Warum steht der Pantomime hier? Mitten in der Nacht? Ist es eine Statue? Oder lebt es schon? Vielleicht hat es was Hilfreiches gesehen. Können wir mit ihm reden? Hallo, Herr Stadtpark-Pantomime. Ein Verbrechen oder sowas Ähnliches wurde begangen. Haben Sie etwas gesehen? War ja klar. Er will Kleingeld, bevor er was sagt. Ich hasse Kleinkünstler. Okay, also brauchen wir echt Kleingeld. Haben wir die Toilette? Ein netter Vertreter mobiler städtischer Sanitäranlagen. Da gibt's doch sicher. Frage. Kleingeld. Was ist blau, riecht streng und ist nicht für meine Bedürfnisse gemacht? Weiß ich nicht. Die Toilette. Ehrlich gesagt, möchte ich mich nicht eindringlicher mit den mobilen Abwässern beschäftigen. Ich streike. Dann lass es halt. Plätscher, plätscher. Da liegt was im Brunnen. Oh, was denn? Die Schrecken der christlichen Seefahrt. Skulptur gestiftet von Kapitän A.D. Hans Hassewasser. Ich wünschte, ich wäre auch schon A.D. Außer Dienst. Tja, bin ich aber nett. Deswegen setze ich mich auf die Bank. Wenn ich mich da draufsetze, kommt wieder dieses nervige Schaf und will mich motivieren, den Fall zu lösen. Komm, setz dich eine hin. Mit Hunde-Igitt dekorierte Parkbank. Wer macht so etwas? Jugendliche. Was, Hunde? Jugendliche machen sowas sicher. Setzen. Schlafen. Schlafen. Vielleicht auch träumen. Was denn? Hamlet. Okay, dann haben wir hier noch einen Mülleimer. Ob ich mir diesen Mülleimer genauer ansehe? Ja. Nein. Sicher nicht. Doch. Sicher nicht. Doch, Bernd. Was genau verstehst du, lieber Spieler, an dem Wort sicher nicht? Nein. Doch. Ob ich mir diesen Mülleimer genau... Okay, nein. Das haben wir schon. Oh, eine Kinderschaufel. Eine Kinderschaufel. Ja, das habe ich auch gemerkt, Bernd. Nimm sie mit. Eine Kinderschaufel, mit der sich viele Kleinkinder eins über die Rübe gezogen haben. Vielleicht kann ich sie auch mal gebrauchen. Ja, kann ich dem Schaf einen über die Rübe ziehen. Meine Telefonzelle. Dass es das noch gibt. Glitzert da nicht was im Münzschlitz? Im Münzschlitz? Schau doch mal. Ist da glitzert? Das wäre zu einfach, oder? Hey, es ist so einfach. Cool, Kleingeld. Lieber Wunschbrunnen, ich wünsche mir einen Grund zu fohnen. Dann kann ich das Jack besser anlocken. Schaf, was tust du da? Erstens, das Jack ist aus Bronze. Und zweitens ist das kein Wunschbrunnen. Au. Jetzt schon. Juppie! Au, au, au. Oh, schade. Das lockt nur Wikinger an. Muss ich halt weiterrufen. Mist. Wie kriege ich jetzt die Münze aus dem Brunnen wieder raus? Wissen wir doch nicht. Dem Ast. Der Schaufel. Eine Kindershop. Eine Kinder. Okay, dazu hat er nicht viel zu sagen. Aber dann gehen wir mal weiter. Okay. Ich bin mitten in der Nacht verkleidet auf einem Spielplatz. Okay, was? Stimmt. Ist sehr mysteriös. Wenn meine Kinderschaukel zu machen. Da wird doch jedem schlecht drauf. Ja, das hängt ja unter Wäsche. Diese Schaukel ist schon Opfer des grassierenden Vandalismus geworden. Arme, arme, arme Schaukel. Okay, dann haben wir hier noch eine Drachenschnur. Ja, irgendwer hat die Schnur losgelassen.
und hätte es nicht tun sollen. Können wir die mitnehmen? Befrei den Drachen. Flieg in die Freiheit, mein Freund. Flieg, flieg. Ach, sie werden so schnell flügge. Was rede ich da? Das ist doch dein Kind. Eine Wippe. Eine Wippe ist in der Bodenverankerung lose. Hat was von einem Katapult. Ich will nicht wissen, wie viele andere Kinder damit durch die Gegend katapultiert haben. Bestimmt ganz viele. Eine Wippe ist in der Bodenverankerung. Ah, okay. Dann dreh mal. Ich glaube, jetzt steht die Wippe richtig. Warum weiß ich das? Spielplatz Feng Shui. Ein Globus. Wenn ich die Kugel runterwerfen will, brauche ich irgendwas, womit ich es tun kann. Okay, dann mal es ist Dr. Bumblebee Busch. Brillant, blättrig, belesen? Bekannt in Stadt und Land? Nee, am Spruch muss ich noch arbeiten. Ja, hast du uns was zu erzählen? Bumblebee Busch? Busch, was machst du hier? Bernd, ich bin gerade den Außerirdischen auf der Spur. Da hinten, eine Landeplattform mit Ausstieg, ohne Treppenstufen. Vielleicht sind sie Amöboid und haben Pseudopoden, auf denen sie gleiten. Das ist eine Rutsche, Busch. Ah, hui, da hat sich aber einiges verändert, seit ich als kleiner Busch auf dem Spielplatz war. Moment, ich war nie auf einem Spielplatz. Das erklärt einiges, du Zimmerpflanze. Aber Bernd auf dem Spielplatz früher war. Bestimmt, der wurde sicher geärgert. Eine Lampe. Eine Laterne, sie macht Licht. Habe ich so etwas nicht schon mal gesehen? Nein, bestimmt nicht. Nur was ich ganz ein selten. Ein Vogelnest. Ja, ich bin mir sicher. Es ist ein Vogelnest. Bist du dir ganz sicher, Bernd? Doch, sehr sicher. Ein Vogelnest. Vogelnest. Okay, bevor du wieder dran zweifelst, dass wir das Wort sicher nicht kennen, aber ich habe eine Idee mehr. Das Schaufel, buddeln wir mal im Sandkasten. Buddelbern. Wer sucht, der findet. Heißt es ja so schön. Ich bin etwas enttäuscht. Das kann doch nicht alles sein. Ein alter Stiefel. Riecht schlecht, ist kaputt. Und ich passe nicht rein. Können wir sicher verschenken. Ein Sandkasten, voll mit Sand. Wer hätte das gedacht? Oha. Was da Kinder wohl alles drin verstecken. Hausaufgabenhefte, ungeliebte Freunde. Würde ich auch machen. Ein Sandkasten, voll mit Sand. Okay, dann machen wir mal das hier. Wenn es nicht anders geht. Jetzt haben wir schon mal eine Angel. Okay, jetzt muss ich aus meinen Gamescom erfahren und zurückgreifen. Wir dürfen hier nämlich nochmal buddeln. Bin ich etwas festgehangen damals? Was Kinder nicht alles so vergraben. Ich glaube, das war es jetzt. Okay, Bernd, dann nehmen wir den Magnet. Den binden wir an die Schnur. Ein nützliches, wenn auch sehr albernes Werkzeug. Gut, dann gehen wir doch zurück zum Springbrunnen und gucken mal, ob wir unsere Münze angeln können. Münze, 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 Münze. So, Münze da rein. Komm, Münze, Münze. Nicht ganz, was ich brauche. Aber bestimmt kann ich das irgendwann. Bestimmt, Bernd. Also nochmal angeln. Auf ein neues. Ich würde ja sagen, da geht mir ein Licht auf. Aber in so einem Spiel ist es ja egal, ob es Schrott ist. Steck es ein. Ja, nochmal. Aller guten Dinge sind drei, oder? Ja. Bernd, das schaffst du. Ich glaube an dich. Oder auch nicht. Mist. Warum kann ich meine große Klappe nicht halten? Die Elster hat die Münze geklaut. So eine böse Elster. Schauen wir mal, wo sie hin ist. Da oben da ist die diebische Elster. Schäm dich, dass du dein eigenes Klischee bist. Wie komme ich jetzt an die Münze? Ein Vogelnest. Okay, wir haben ein Katapult. Das ist genau auf den Vogel ausgerichtet. Nehmen wir hier die Globus. Äh,
Es ist ein kleiner Ruck für ein Boot mit zu kurzen Armen. Aber eine große Dummheit auf jeden Fall. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Au und Mist. Warum haben wir eigentlich das nicht Chili machen lassen? Endlich. Objekt meiner Begierde. So. Dann gehen wir noch nach vorne. Und was uns die Pantomime zu sagen hat, oder der Pantomime, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss.